Ich freue mich über die Ausstellung in Busan. Leider kann ich nicht in Busan sein, aber ich begrüße alle Besucher und Besucherinnen. Herzlichen Dank. In der Ausstellung wollte ich einen Überblick machen über meine Arbeiten in den letzten Jahren. Leider hat sich ja in der Zwischenzeit einiges ereignet in der Welt und die Bedeutung der Ausstellung hat sich somit auch geändert. Damit meine ich, dass ich zum Beispiel auch beim Anblick der Bilder, die in Paris, Moskau, Köln, Siegen und anderen Orten in der Welt aufgenommen wurden, ich das verspüre, und das nenne ich jetzt mal Fernweh. Da mich der Anblick der Bilder nicht unbedingt das ersetzen, was ich eigentlich erwarte, wenn ich reise und wenn ich Bilder aufnehme und sie später ansehe. Heute hatte ich die Gelegenheit, den Hängeplan von Kukje anzusehen. Und da muss ich sagen, hat mich das Fernweh noch mehr gepackt, da ich auch noch nie in Busan war und auch die Räumlichkeiten nicht kenne. Und mich der Hängeplan, also die Anordnung der Bilder, doch sehr in eine sehr gute Stimmung gebracht haben. Ja, das ist Café oder Restaurant von dem Garagenmuseum in Moskau. Also mir gefällt die Architektur, die Rem Koolhaas gemacht hat, sehr gut, auch von außen, was man allerdings auf dem Triptych schon nicht sehen kann. Also unter anderem gab es nicht die Möglichkeit, einen größeren Abstand zu der Wand zu bekommen. Und aus dem Grund haben wir uns dann entschlossen, ein Triptych schon zu machen, also dass also die Wand mehr oder weniger ganz zeigt, aber in drei Teilen. Also, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, aber es war vor einigen Jahren. Da war ja die Elbphilharmonie oder die Architektur der Elbphilharmonie fast jeden Tag in einer deutschen Zeitung zu lesen, weil man immer noch nicht wusste, wann das Gebäude denn endlich fertig wird. Und da aber feststand, man die Ausstellungen der Elbphilharmonie arbeiten in den Deichtorhallen in Hamburg sein sollte, hatte ich die Idee, mit meinem Assistenten Ralf nach Basel zu fahren, zu den Architekten, und mir die Modelle, die sie für das Gebäude geschaffen haben, anzusehen und mit dem Wunsch, einiges zu fotografieren und unter anderem eben das Modell, das aus Papier oder einem dünnen Karton zusammengeklebt wurde, hat es mir besonders angetan. Leider war es so, dass wir das Modell auf den Boden legen mussten und die Kamera eben so kippen, dass wir parallel zu dem Modell standen. Ähnlich wie bei den Deckenaufnahmen, nur ist es da genau umgekehrt. Und also das Modell zeigt den Konzertsaal, der ja mittlerweile weltberühmt ist und den ich aber dann später auch in Wirklichkeit in Hamburg besuchen konnte. Die Böhmkapelle ist von einem bekannten Kölner Architekten gebaut worden, der im letzten Jahr 100 Jahre alt geworden ist. Und der Galerist, dem diese Kapelle im Moment gehört und der regelmäßig, also allerdings nur zweimal im Jahr, Ausstellungen in der Kapelle macht, hatte mich gefragt, ob es mich interessieren würde, dieses Gebäude zu fotografieren. Also anfangs war es natürlich gedacht, als Kapelle für die Bewohner der Gegend zu sein, aber mittlerweile
ist es also ein Ausstellungsraum, der ein wirklich sehr, sehr angenehmes Licht hat. Und es ist allerdings als Ausstellungsort ziemlich schwierig. Also ich habe einmal da eine Ausstellung gesehen, das war also eine Trans-Performance von Dervischen, das ist ein Teil in der Türkei, und die haben große Röcke, und wenn die sich drehen, dann sind die wie eine runde Platte, und das Gebäude selber ist ja auch rund. Und das fand ich passte ausgezeichnet in diesem Raum. Ja, die ist so klein und der Raum ist so groß, und dann stehen ja sehr, sehr, sehr viele Stühle da. Ich hatte vor ziemlich langer Zeit meinen ersten Aufenthalt in Lissabon, und habe auch dieses Museum besucht, und der Raum hat mich sehr fasziniert, also mit der großen Landkarte oder Weltkarte und eben der Möblierung und den Skulpturen. Mit einer kleinen digitalen Kamera, die ich, wenn ich verreise, fast immer mit habe und den Moment auswähle, um die Kamera zu benutzen, wenn ich meine, dass es sich um ein Foto handeln könnte. Ja, ich möchte mich wirklich, wirklich herzlich bedanken, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist unter diesen Umständen. Wirklich herzlichen Dank. Schade ist, dass wir nicht da sein können, aber nochmal herzliche Grüße und an das Team der Galerie und an alle Besucher, die die Ausstellung besuchen werden.